Ja, Huhu hier wieder beim Quali und beim Esraktak in der Secret World. Wie immer mit dem Gear Falcon und dem Grezzard in der Instanz der Krieg gegen die Finsternis. Und wir sind kurz vor dem Flammenwerfer, oder wie der heißt. Keine Ahnung. Was muss man da machen jetzt? Movement. Oh Gott, nein. Ich bin tot. Ja, Movement. Gear Falcon, möchtest du nicht vielleicht tanken? Ich meine, wenn ich habe das Gefühl, es wird früher oder später wird es soweit kommen. Ich habe jetzt schon 1000 Lebenspunkte mehr. Es sollte ein anderer sein, länger am Leben zu bleiben. Hm. Ah, hier gibt's einen Respawn-Punkt, okay. Genau. Die Entwickler wissen schon warum. So. Ihr seht den Typen da vorne? Ja. Er geht einem kräftig auf den Keks. Portet sich erstmal nach hinten und er macht einen AOE. Den sollte man entweder ausweichen, da wir nun aber alle mittlerweile Nahkämpfer sind. Kleiner Tipp. Unterbrechen wäre toll. Bus! Du hast gehört, Grizzard? Unterbrechen. Und ansonsten halt kann man da ganz gut drin sterben. Sollte er sich nicht mehr hier vorne auf der Fläche aufhalten, steht er da oben und wirft Bomben nach unten. Ihr habt eine kleine Weile da rauszugehen. Wenn ihr da noch drin steht, heißt es Schaden. Okay. Den Rest seht ihr, wenn ich am Boden liege. Und tot bin, oder was? Ja, natürlich. Im Notfall könnte ich ihn ja flügeln. Das ist ja langweilig. Immer diese Cheater-Flügel. Lass die Flügel doch mal weg. Naja, hast eigentlich absolut recht. Das sind Cheater-Flügel. Ja. Okay, eins, zwei... Moment, Polizei. Moment. Oh, da ist noch einer, der möchte noch unterbrechen. Skill. Und der hat sich umgezogen. Ich möchte es kurz reinnehmen. Also zumindest habe ich jetzt alle 45 Sekunden sogar nur. Uha. Yeah. Okay. Gut. Und go. Das ist da hier böse Kreis. Ah, falsche Taste. Sollte mal Licht in meinem Zimmer anmachen, dass ich meine Tasten auch sehe. Guck mal, da sind Kreise auf dem Boden. Aus da. Ich steige in keinem Kreis drin. Ich weiß gar nicht, was du hast. Komm jetzt. Weg. Außerdem, wenn man hier steht, macht man einen Schritt und steht dann nicht mehr dran. What the fuck? Ist ja eigentlich recht leicht. Man muss nur aus dem Hauptbereich rausgehen. Ja. Sprach's und ja, ich wurde nicht einmal getroffen. Und ich renne auch noch rein. Typisch. What? Ah! Was bewegt ihr euch so viel? Ja, hab ich Spaß dran. Sei mal ruhig, sonst heile ich dich nicht mehr. Du heilst doch eh nur mich, oder nicht? Nee, ich hab eben die ganze Zeit den Gifthaken geheilt. Ach ja, stimmt, er zieht ja aggro. Ja, du wolltest das gar nicht. Du hast ja nicht in den Kreisen gestanden. Dammit! Oh, was soll denn der Scheiß jetzt? Kreise in den Kreisen, der hat ja nicht mal. Kreise in den Kreisen. Ads! Wir alle anscheinend dazu, ne? Das halte ich für ein Gerücht, dass ich dazu lerne.
Naja, wir standen aber am Ende alle bei Gürfalken. Keine Kondition mehr gehabt, so sieht das aus. Als! Und der Typ ist da. Yeah! Yippie, yippie, yeah. Also für die Zukunft und für alle Zuschauer, hier bei diesen Speeren und diesem tollen Stein, wenn der Quali denn mal herschauen würde. Ja. Harre. Mhm. Hier. Wenn man sich hier hinstellt, steht man genauso zwischen dem einen, zwischen dem rechten und dem mittleren Bereich. Mhm. Und dann macht man einen Schritt nach rechts oder einen Schritt nach links und steht außerhalb des Bereichs. Okay. Man kann sich die ganze Hektik mit dem davonlaufen und Scheibenkleister, da ist ein neuer Kreis sparen. Aber das ist doch langweilig. Sehe ich auch so. Im Story-Modus vielleicht noch. Nachher für den Albträume, wenn dich ein Kreis tötet, nicht mehr ganz so. Ach, ich wollte schon immer mal so einen Satz hören, wie wenn dich ein Kreis tötet. Könnte man ein Buch drüber schreiben. Wenn dich ein Kreis tötet. Für die Wissenssieger. Wissen. Nice. Kommt jetzt der Drache? Also der Drache soll aber nicht die hier, wie heißt sie, die Schlange hier, die nordische Mythologie-Schlange sein, oder? Einfach die Story verfolgen. Ja, das liegt ja nahe, sage ich, deswegen frage ich. Nein, es soll wohl nicht die Schlange sein. Die Midgard-Schlange. Es wäre ein bisschen imbar, wenn wir die Midgard-Schlange... Ich meine, wir haben schon Cthulhu getötet, ja, also... Ja, wir sind hier auf Lokis Spuren, ne? Der Wald wird überflutet von Schwärze, jetzt hast du wieder... die Tränen aus der Wunde im Berg gestiegen ist. Ich habe mit der Erde gesprochen. Ich habe sie gebeten, sie durch die Gefahr zu bringen. Treten Sie jetzt in ihr goldenes Licht. Na gut. Ja, dann treten wir doch mal ins goldene Licht. Ist das ein Indianer? Oh, da oben fliegt er wieder. Er hat Angst vor uns. So sieht's aus. Filmsequenz? Yeah. Mhm. Selbst mit den Nordmännern an unserer Seite war der Kampf hart. Die Mayas näherten sich weiter den Gipfeln und auch den Zugang in die Hügel. Jenen Zugang, der seit langer Zeit bewacht wurde von uns. So, da sind wir wieder. Irgendwie ist mitten in der Zwischensequenz, habt ihr ja gesehen, mein Spiel abgeraucht. Egal. Wir gehen weiter zum Endboss, ne? Na, viel endiger wird's nicht. Da stehen ganz viele Leute unten rum. Die wurden doch wiederbelebt oder irgendwie sowas, ne? Was muss man jetzt hier machen? Einfach nicht sterben, ne? Rennt ihr nicht gerade wieder zurück? Oh, nee, doch nicht. Nee, nicht sterben ist eine sehr gute Idee. Also wenn wir aus dieser Richtung kommen, da ist das Ende der Welt. Also ein bisschen Weltraum. Ich glaube nicht, dass wir daherkommen. Nicht? Nein, nicht wirklich. Dort lebt mein Gott. Siehst du die vier großen Typen da unten, Lash? Vier große? Die sehen für mich alle gleich aus. Oder meinst du die mit diesem komischen Kranz noch auf den Helm extra? Ja, er hat tatsächlich mal vier große ausgespäht. Die machen übrigens ein bisschen mehr Schaden. Nee, drei. Ach ja, vier, ja. Vier sehe ich. Gut. Das sind die ein bisschen mehr Schaden machen. Der Rest ist wieder gibt. Warum können die sich nicht synchron aufstellen? Du meinst, sind keine Preußen? Symmetrisch auch. Sie haben sich synchron aufgestellt mit Serverstart. Dann, wenn sie sich wirklich deiner Meinung nach symmetrisch aufgestellt haben, entweder weiß ich da nicht, was symmetrisch ist, oder ich habe sie doch nicht entdeckt, alle. Okay, an alle Zuschauer bitte in die Notizen für Lashrak einmal Symmetrie erklären.
Warte, ich stelle mich mal kurz. Und Synchronität. Du forderst zu viel von meinen Zuschauern. Die zwei Zuschauer, die ich habe, die können das vielleicht auch nicht. Eine davon bin ich. Oh, da kommen sie. Tank! Tank! Sag das doch! Ihr habt nie gedacht, dass es losgeht! Ihr seid einfach runtergesprungen! Oh Gott, ey. Achso, die kommen ja von selber, ne? Ja, und ich würde euch auch empfehlen, sich hier zu töten. Ah, die stehen nachher wieder auf, ne? Die kommen nämlich noch näher. Was macht ihr schon drin? Auch das Töten von denen, wenn die wiederkommen, die Aufgabe eines DDs, ne? Unmöglich eines Fernkämpfers, ja. Weil sie explodieren. Wie gut, dass wir welche hier haben. Ich bin eigentlich die DD-Fernkämpfer. Normalerweise. Wie gut, dass ich nicht DD bin. Tim. Die brauchen ganz schön lange. Wir waren einfach zu schnell. Achso, wir sind einfach im Bar, ja. Der Grazard muss aber auch Geheilung. Sehe ich das richtig? So, jetzt bitte. Danke. Was war das denn jetzt hier für eine Aktion? Genau, einen direkt dort hinten getötet. Und jetzt kommt die nächste Gruppe, die kommen sollte. Okay. Und da gehen die Seelen. Nein. Ich wollte die haben. Die schmecken nach Vanille. Na los. Tank, Fass. Tank, Fass. Was ist das ich für ein ekliges bist du Spiel? Hässlich. So, jetzt. Ich bin gleich tot. Hab Akku verloren. Bitteschön. Den Alter, Gürtel. Jetzt haben wir den Falken verloren. Ja. Nur weil ich dich geheilt hab. Der Tank hat zu wenig Trefferchance. Ah, oh Gott, das bin ich auch hin. Ja, ich auch. Au, 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 au. Der Tank hat zu wenig was? Trefferchance. Ich weiß nicht, wie viel Treffer. Ich hab keine Ahnung, wenig. Guck doch mal einfach unter Charakterwerte nach. Angriffswert, ne? Trefferwert. Ein, 91. Viel zu wenig. Wenn du überhaupt ihm irgendwie Aggro machen willst, solltest du einen Wert von 500 bis 600 Minimum anstreben. In den Hölleninstanzen noch ein bisschen höher. Alles, was du versuchst, an Aggro an ihn hinzubringen, ist verpufft aufgrund dessen, dass du zumeist daneben schlägst. Was hast du für einen Angriffswert? Remote 600? Braucht er da nicht. Trefferwert. Trefferwert? Okay, ich habe 40. Als Heiler braucht man das auch nicht. Ja, ich guckte nur gerade so 241, dachte so, okay, er hat 91. Aber dann war das doch ein anderer Wert. Aber ich könnte ja mal meine Heilung gucken. Kann man das auch irgendwo gucken? Heilungswerte. Ah, genau. Heilungskraft 265. Heilungswert 829. Ah. Na gut. Ja, wie gesagt, der Trefferwert macht ganz viel aus in Instanzen. Ja, und nu? Ja, jetzt nochmal. Machen wir ein paar Glyphen. Glyphen habe ich sogar ganz viel im Inventar. Ja, dann hau mal ein paar Trefferwert-Glyphen drauf, wenn du welche hast. Ich guck gerade. Ich guck nochmal, ob ich irgendwas noch irgendwie Passives hab, was ich noch einsetzen könnte. Ich gehe mal wieder auf Dubs.
Ah, ja, 42. Mal eben noch was geskillt. Meine Heilungskräfte sind jetzt noch mal effektiver. Stimmt. Man brauchte man nicht? Brauchte man noch irgendwas, um höhere Runen zu erschaffen? Ach nee, um Glyphen zu erschaffen, stimmt. Also. Na, so ein Glyphenwerkzeugsatz halt, ne? Ja, stimmt, da war was. Ich glaube, den kann ich gebrauchen. Okay, die sind zu gering. Tja. Detonationsheilung, was es nicht alles gibt. Mhm. Okay. Versuchen wir es. Habe ich eigentlich noch Blutzeugs? Könnte mal auf Blut umskillen. Habe ich noch Blutzeugs? Mhm. Faust. Ja, Faust und Blut anstatt Frust und Sturmgewehr, was ich gerade überhaupt nicht nutze. Der Einzige, der momentan nicht nützt, bin ich. Aber ich habe nichts mehr mit Blut. Schade. Dann gehen wir auf DD. Ich versuche mal mit dem Dabser Schaden zu fahren. Ich habe da jetzt zwar keinen Unterbrecher drin, aber das müssten wir hier so auch veratmen können. Wenn wir schnell genug sind. Wenn. Wir sind einfach schnell genug, okay? Wenn du das sagst, dann wird's so sein. Na komm, langweilt die Zuschauer nicht. Auf geht's. Ja, ich bin gerade noch so extra Heilung. Zuck, okay. Oh, danke. Was hast du denn da schon wieder? Hast du kein Oberteil an? Natürlich. Ja, man sieht's. Ich sehe halt höllisch gut aus. Ja, das sieht man. Okay. Ich muss dir auch die Aufmerksamkeit des Bosses auf mich legen. Ach so, ja, das ist natürlich... Ja, dann... Da warte noch ganz kurz. Also ich muss jetzt den Falken heilen, oder was? Schön wär's. Okay. Trefferwert ist jetzt bei 389. Okay. Als DD hilfst du dir definitiv auch. Also bin ich jetzt DD oder was? Ich mach einfach weiter, ja. Also ist den doch. Ich nehme mal stark an, ich werde dir die Akku klauen. Ich wollte gerade sagen, hat sich ja nichts geändert. Ich heil den Falken. Ja, dann frage ich mich aber einfach immer noch, warum ich immer noch als Tank mitkomme in die Instanz. Um das irgendwann mal zu lernen. Ja, okay, der ERF war ich kein Tank. Wenn ich mich recht erinnere. Das weiß ich nicht. Ja, stimmt, da habe ich mit Elementarismus immer noch gekämpft. Wer braucht? Ich brauche selber Heilung, okay.
Gehen wir schon ein bisschen zu früh in Nuts da. Ich dachte, die wollten wir ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ja, ja. Falcon braucht gar keine Heilung. Wir sind auch noch nicht. Der Boss ist auch noch nicht da. Ja. Jetzt braucht er Heilung. Da kommen die Bomben. Am besten hier wieder zurückgehen und Wizard ist weg. Kommt, 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 kommt. Ja, zu mir, komm zu mir. Zu mir. Das ist die verwirrendste Zeit, wenn er jetzt hier loslegt. Ich habe schon wieder so ein scheiß Ding mitten vor dem Gesicht. Irgendeine Anzeige, die ich nicht brauche. Übrigens, hör auf zu heilen. Ich will ja mal heilen. Das ist das, was ich kann. Guck dir mal den Buff an, den er jetzt gibt. Übrigens, das ist ein Boss. Oh, fuck you, ey. Was war das denn gerade? Eine der Bomben. Schade, dass der Grizzard schon weg ist. Der sollte uns anfeuern. Okay, genau tot. Okay. Falcon, nur noch wir beide. Nein, wir sind zu dritt, das vergisst du. Zu dritt? Ja, der komische Pinökel da in der Mitte. Der komische Pinökel in der Mitte verpasst uns einen Buff, womit unser Schaden exponentiell steigt. Ah, okay. Er heilt uns. Aber als die Dämmerung endlich anbrach, standen wir vor dem offenen Schlund. Unsere Feinde waren tot oder geflohen. Wir hatten gesiegt. Das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte der Menschen der Dämmerung. Okay. Oh, schon wieder Schwarzbaren. Was gibt's denn hier, wenn man den Bericht sendet? Ich kann einen wählen. Oh, gibt's hier irgendwas mit Heilung? Ja, gibt's sogar. Dabei habe ich schon irgendwas mit 1000 von denen. Kannst du bei mir geben, wenn du es nicht brauchst. Geht leider nicht. Tja. Ja. Das war's. Das war ja jetzt,
Kürzer als erwartet? Kürzer als erwartet, ja. Dahin geht's zum Nichts, oder wie? Kann man da runterspringen? Ja, da ist mein Gott. Was passiert denn? Einfach machen. Weg! Du bist tot. So ein Tier, das Erwecken benutzen, dann wachen wir wieder auf, ja? Was verstehst du sonst unter Erwecken? Gibt's hier irgendwo noch Wissen, was wir uns schnappen können? Ich wach mal wieder auf hier. Wieder. Aufwachen zum Blue Mountain Reisen. Ja, Leute. Danke fürs Mitmachen. Ich fand die Instanz jetzt nicht so schlimm wie die letzte. Wie, du meinst die mit der Hölle? Mhm. Die Hölleninstanzen sind durchaus anspruchsvoller und man braucht da auch ungefähr so 100 bis 150 Trefferwert mehr. Na gut, dass wir dich immer dabei haben, dass uns das einer erklärt. Mir wurde es auch erklärt. Ah. Spread the word. Naja gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge mit nur 20 Minuten. Aber naja, ihr habt letztes Mal ja auch schon ein bisschen Überlänge gekriegt. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Euer Koali und euer... Lestrak Dark. Und eure... Grazza. Und Gefalken. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.